Selam arkadaşlar, Şahin Kaan'a hoş geldiniz. Bu benim yeni arabam, şöyle size göstereyim. Daha doğrusu yeni iş arabam. Daha doğrusu hatta o da değil. Biliyorsunuz size bir kere demiştim 30 geçkin BMW aracım var diye. Bu da bunlardan birisiydi. Almanya'dan geldi. İşçi bana getirdi. O işçiyi kovmak zorunda kaldım. Farklı bir işçi aldım. Şimdi benim Şahin bir şubesine gidiyoruz. Arkamda bir işçi var, şöyle size göstereyim. Bu da benim şu an 5.20 ile gidiyor. Bu araba arkadan. Bence güzel duruyor. Bayağı şık duruyor araba. Bilmiyorum, beşliler güzel arabalar. Neyse. Şimdilik böyle gidelim bakalım. Arkadaşlar bu aralar işçilerle ilgili problemim var. O yüzden kendim çalışıyorum. Daha çok. Çünkü önemli müşterilerim var. Hepsi Yahudi amına koyayım. Onları bir şekilde mutlu etmeye çalışıyorum. Çoğu Alman. İsviçreli. Almanya'dan var birkaç tane. Yani öyle öyle bir şeyler idare etmeye çalışıyorum şu an kendim. Şirket olunca böyle oluyor. Her an kendiniz de çalışabilirsiniz. O yüzden kimseye güvenmeyin. Çünkü yarı yolda bırakabilirler. Bana demişti çalışacağım, geleceğim gibisinden ama gelmedi. Maşallah ya. Beşli araba var ya. Tipi sayesinde çok güzel duruyor ya. Güzel duruyor, tamam. Selektör de yaktı. Gördü kamerayı. Bizim deli oğlan gördü kamerayı. O da benim işçim. Kendisi Türk. Türkiye'den gelmişti. Onu direkt aldım iş yerine. Bayağı kendisi iyi seramik mermer taşlarını iyi döşeyebiliyor. Gördüğünüz gibi bugün ben de çalıştım. Bayağı bir üstüm kirli. Ama öyle. Vallahi yapıştı arkama. Deliler gibi yapıştı. Basıyor bazen, basıyor. Şimdi bir benzin istasyonunda benzin alacağız. O zaman benzin istasyonunda geri görüşürüz. Lange Zeit alleine unterwegs, ohne Freunde, Mom. Tut mir leid, wollte meine Ziele folgen. Menschen, die mich zügig angreifen, spüre den Druck. Es geht hier um mehr, Mom, als wir putzen. Wann ist 7 Euro die Stunde verdient haben? Schon ist Zeit, willkommen ins Teufelstisch. Verkauft ist die Seele für einen hohen Preis. Shade haben Bitches, Cocaine, Whisky, Rolli. Zukunftspläne, was ich dann erreichen wollte, war die falsche Zone. Doch ich hab die richtige Version probiert, angelogen worden, aufs kalte Wasser gestützt worden. Komme nicht von Rich Family. Ich sollte schon längst tot sein, da ist alles free, was ich mach. Ich bin unsterblich, gib in dein Hand, Bitch. Dreh 4K Porn-Videos, du kannst mich besuchen. Momo, Porno, alles real life, 4K, kein GTA. Ich war auch ein Arsch, hab auch gelogen, aber wollte niemandem wehtun. Hab mit alles geholfen, was ich kann, aber kein Arsch würde das heute rausschreiben. 75-jähriger Alfred, der mich im Knast bringen will. Bastard, mein Schutzgewehr ist bereit für den Krieg. Fick dein Illuminati, scheiß Bastard. Viel zu viel Respekt hab ich dir gezeigt, was ich nicht mal mein eigenes Date gezeigt hab. Lass uns mit offenen Karten spielen, ich der weißäugige Drache, die deine Zukunft kalt machen wird. Tut mir leid, Mama, Papa. Ihr wollt, dass ich ein vernünftiger Junge werde, doch ich hab ein großes Ziel, will die Alpine holen. Vor 8 hinter meinen Rücken spüren, doch ich weiß, dass die Ziele weit entfernt sind. Fick die ganze Religion, wer kann es mir beweisen, ob es wirklich stimmt? Harte Prediger, die nur Geld wollen, nutzen die Religion aus, damit Menschen mit Angst leben, mit Angst sterben, warum wir noch leben? Daher muss mehr Immobilien reinholen, mehr Cash, mehr von dem bayerischen Scheiß. Ja, es geht ums Überleben, damit mein kleiner Bruder es mal leichter hat. Dein Sohn hat jeden Cent gegönnt, Mann. Aber nur angelogen worden, ausgelacht, jetzt sehen die Pläne ganz anders aus. Werde mich mehr fokussieren, Disziplin setzen, Saren Company. Scheiß auf dein 20k Rolex, 30k bist du verschuldet. Treffpunkt im Wiener Landmann-Café. Escort, Hure, Krieg, fürs Fake, Lachen, echte Diamond, Steine, Kette. Klug bin ich nicht, aber bei Visionen, die ich erreichen muss, kann die Zeiten stoppen. Hab ein Krieg mit mir selbst, was ich nicht gesehen wird, unsere Träume. İşçiyle geldik, işleri hallettik, arabaları şöyle yan yana park ettim güzelce. Şimdi o birkaç şeyi de aradan çıkarması gerekiyor.
Ondan sonra da geri devam edeceğiz yola. Bayağı bir hızlı geldik çünkü bayağı bir bastık otobanda. 180, 200, 220 hatta 240'ı birine bir buldum ben. Benim makineler biliyorsunuz, bundan bende tam 3 tane daha var, birisiyle kaza yaptım. O arabayı da geri eskisi gibi güzel yapacağız. Ona yeni motor takmayı düşünüyorum. Aynı şekilde buna da yeni motor takmayı düşünüyorum ve aynı şekilde buna da takmayı düşünüyorum. X5'teki gibi. X5'e de biliyorsunuz yeni V8 motor geldi ama onunla ilgili de sana güzel bir video gelecek. O zaman geri sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir videoya hoş geldiniz. Bu videom Almanca olacak. Also, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird auf Deutsch sein. Und zwar, ich werde heute ein Steak kochen aus Lungenbraten und werde noch dazu Hopf. Du kommst runter, mein Lieber. Die Katze. Und zwar werde ich noch so, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, obwohl... Ihr kennt es bestimmt, diese, ja, was zum Frühstück eigentlich Bacon gemacht werden. Das ist aus Rind und das ist auch mein Lungenbraten aus Rind. Und hier habe ich eine Marinadensoße. Normalerweise sollte man ja die Marinadensoße eigentlich ein paar Stunden davor verarbeiten lassen. Da ist schon wieder die nächste Katze. Wurscht. Und zwar werde ich das aber nur drüber schmieren, sodass es noch ein bisschen geschmacklich etwas hat. Und ja, ich mache das dann mal und werde dann wieder euch zeigen, wie ich dann das weitermache. So, ich habe mich doch entschieden, dass ich es euch zeige. Also ich nehme so einen Pinsel, tauche das ein bisschen ein, so viel circa, und streiche das dann drüber. Das ist nur deswegen, damit es ein bisschen geschmacklich was hat. Normalerweise sollte man ja das in der Soße eintauen lassen, wie gesagt. Und ja, also schön drüber streichen, so richtig einarbeiten. Die Seiten natürlich auch nicht vergessen. Je nach Geschmack kann man mehr nehmen, weniger nehmen, ist egal. Also ich habe jetzt mal Chili genommen, was Shahin sehr gern mag. So, und jetzt drehe ich mal das um. So. Dabei wird das schon warm fürs Braten. So, passt. Und jetzt noch die andere Seite. Schön mit Chili. Ich esse es ohne Chili. Ich werde bei mir nur Salz drauf geben. Aber das dann auch ganz zum Schluss. Werde auch meine eigene Soße dann machen, beziehungsweise werde da eventuell noch Knoblauch drauf geben. Ich weiß nicht, schauen wir mal, je nach Lust und Geschmack. Es kann sein, dass ich ein bisschen wackele, weil ich jetzt nur mit einer Hand filme, beziehungsweise auch nur mit einer Hand halte. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich uns fragen, ist überhaupt kein Problem. Und ja, jetzt haben wir das schon, das gute Stück. Habe ich jetzt mal abgelegt. Und jetzt komme ich zu meinem. Das gebe ich mir hier ganz weit weg. Dabei habe ich jetzt gedacht, wo es schon warm ist, ihr könnt eigentlich das auch so testen. So, und zwar, wenn ihr so Wasser drauf gebt, dass es so richtig zischt. Ich habe jetzt meine Hände nass gemacht. Wie ihr seht, es ist in einem perfekten Grad. Nicht wundern. Hier haben wir unser Katzenfutter, das wird gespendet. Nochmal Fanta und Cola und so etc. So, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich mal schon die guten Stücke anbraten lasse. Ich habe davon ca. 6 Stück gekauft. Warte mal. Ich gebe es ohne Öl drauf. Ja, ist schief geworden. Ups. So. Schaut, wie schnell das fertig wird. Das ist doch kein schönes Stück, aber es geht. Das drehe ich jetzt um. Ja, die Soße ist auch noch drauf, macht aber nichts. Ich kann nicht für jedes Mal ein neues Besteck nehmen. So, das soll weitermachen. Okay. So, das schalte ich kurz mal ab. Ich mache mal meine Soße und ja, dann sehen wir uns gleich. Vielleicht ist in der Zwischenzeit schon fertig. Und ja, dann zeige ich euch das Ergebnis. Jo, wie ich es mir vorgestellt habe,
Das sind jetzt schon fast fertig, während ich meins vorbereitet habe. Ich habe nur bei mir Salz und Knoblauchpulver draufgegeben. Bei ihm zieht das jetzt noch ein bisschen ein. So, die sind auch schon schön durch. So, insgesamt 6 Stück sind das. Wie ihr sehen könnt, ist es nicht angebrannt, sondern ist noch braun. So, das macht nichts, dass es ein bisschen halt so ist. Ich habe hier schon meine Platte hergerichtet, damit ich dann halt, nachdem ich das dann angebraten habe, dass ich das in die Alufolie reingebe und gleich dann in den Ofen auf 100 Grad mit Umluft. Ich mache das zu und jetzt geben wir unser gutes Stück rein. Ich nehme zuerst meines, weil der meine ohne Soße ist, und gebe es schon mal drauf. Nämlich seines. Wow. So. So, ja. Ich werde es einmal umdrehen. Circa 12 Minuten. Eine Minute jeweils. Und ja, dann sehen wir uns später. Kleiner Einblick, sieht das so aus. Bei mir sieht es ein bisschen gelblich aus. Das ist wegen dem Knoblauchpulver. Das verfärbt sich halt gelb. Ein bisschen. Es ist ja nicht so stark, wie es auf dem Foto schaut. Also ich schaue immer so seitlich, zum Beispiel der hat ein bisschen mehr Bräune, jetzt der ein bisschen weniger, bei dem ist anscheinend die Heizung ein bisschen weniger, macht aber nichts, ich behalte es ja eh im Auge. Und ja, so, einmal verschärfen bitte, danke. Jetzt sieht das so aus, ich habe meines schon eingepackt, ich habe das jetzt schon mal ausgeschaltet. Und falte das dann einmal so, also ja, so und so. Also, nein, zuerst die Seiten, dann einmal rauf und das andere runter, damit es gleichmäßig dick ist. Und mein Ofen ist schon auch fast warm, von daher sehen wir uns dann beim Service. Und zwar ist es jetzt fertig, wie der Tisch ausschaut, das ist mein Steak. Oh, also machen wir deutsche Videos. Ja, heute ist ein deutsches Video. Das, was hast du gegessen? Mm. Oh, das ist teures Fleisch, ne? Ja. Und dazu ein Salat und das ist sein Steak. Warte, geh mal weg. So, ja. Das schneid mal einmal an. Oder auf Steak, ernsthaft? Schneid mal an. Zeig mal. Und du darfst nicht vergessen, plus James Bond. Ja, aber warte, bevor du es aufmachst. Mach's so. Damit du kein Scammer bekommst. Wie schmeckt das Fleisch? Mmh. Oh ja. Wir kaufen Appetit bei dieser Frau. Was sagst du dazu? Wie habe ich es gemacht? Sehr schön. Sehr schön. Mahlzeit. Mahlzeit. Dann, wenn ihr noch mehr zu deutschen Videos haben wollt und Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, einen Daumen nach oben lassen, gell? Ja. Sonst bis zum nächsten Video. Ciao.